Hi Leute, ich habe gerade die Quest von Suyuko abgeschlossen und zwar ist das die mondbeschienene Tiefe gewesen. Und wir haben ja so ein Siegel gelöst und vier Geisterperlen bekommen und am Ende so einen Schlüssel zur mondbeschienenen Tiefe. Und ich habe mich sowieso schon jetzt länger gefragt, weil man konnte ja in Inazuma andere Inseln sehen und Inazuma sollte ja angeblich so sieben Teile haben. Wo die siebte Insel ist, weil eine, auf die man nicht draufkommt, sieht man am Horizont. Und das ist jetzt so ein bisschen Spoiler. Aber miHoYo lässt die Quest ja sehr wichtig wirken, ja. Und man braucht Erlaubnis, um da hinzukommen. Deshalb ist die Theorie, die ich jetzt dahinter aufgestellt habe, der Schlüssel zur mondbeschienenen Tiefe ist eine Unterwasserebene. Also, das. Es wird sechs Inseln und eine Unterwasserebene geben und das hat mit diesem Teich hier zu tun. Schätze ich mal. Also ich denke, diese Perle löst das Siegel hier unten auf diesen See und man kommt dann im Endeffekt auf so eine Unterwasserebene unter dem Sangonomiya-Schrein oder wo auch immer, mitten unterm Meer, ja. Ich schätze, das wird so eine richtig spezielle Zone, die wir da irgendwann bekommen. Und wenn ich so darüber nachdenke, ja, dann bin ich mega hyped da drauf, wenn das kommt. Ja, also da bin ich mega, mega, mega hyped. Also ich schätze einfach mal, dass es sowas auf sich hat. Weil ich meine, die wollen ja beim Schrein, dass du das Siegel brichst, du sammelst vier Parts, gehst zum Ding, machst diese Herzmission, kriegst einen besonderen Gegenstand raus und dann brauchst du Erlaubnis. Und mehr, das, ich meine, dieser Pool ist eh so mysteriös in der Mitte. Dass das wahrscheinlich die offensichtlichste Sache ist, ja. Und ich wollte das einfach nur mal kurz in so einem Video rauslassen, ja. Das heißt, ihr könnt auch gerne eure Gedanken unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Erkunden von Inazuma. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr Videos zu Genshin Impact haben wollt, dürft ihr gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Und ansonsten sage ich mal, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, ne? Bye, bye!